will eigentlich kein Gemälde sein. Oh, wie lange bleibt noch? Fast abgelaufen. Hey, stopp! Zeigt mir eure Kunstwerke. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Okay, zeig mal, was du hast. Enttäusch mich nicht. Oh, schrecklich, da fehlt schwarze Farbe. Ah, oh nein. Die Farben waren noch nicht trocken. Was hast du mit meinem Laptop gemacht? Nun, schätze, es war meine Schuld, dich zu erschrecken. Warum hast du das gemacht? Schrecklich. Oh Mist, da ist eine Wolke. Okay, ich glaube, ich kann das noch retten. Bin gleich zurück. Okay, ich werde dieses Farbproblem mit mehr Farbe lösen. Ich nehme dieses Pink und erzeuge mehrere Schichten. Eine ganze Reihe an Farben. Zeit für den Strohhalm oder besser gesagt zum Pusten. Die Farben verteilen sich. Das sieht echt cool aus. Okay, so, das ganze Bild ist abgedeckt. Sieht toll aus. Miss, was willst du? Hier, ich habe das Farbproblem auf Ihrem Laptop gelöst. Zeig mal her. Schöne Farben, gute Platzierung. Komm mal her. Was denkst du, geht hier vor sich? Oh Gott, was passiert hier? Oh nein! Wow, wie sind wir hierher gekommen? Miss, wir sind in einer Challenge. Das ist echt aufregend. Ich frage mich, was wir wohl tun müssen. Ich wusste nicht, dass der Tee hier so lecker ist. Schau mal da drüben. Oh, wow. Wie schön die alle sind. So bunt. Sowas habe ich noch nie gesehen. In der Tat. Schau nur, wie sie sich im Wind bewegen. So schön. Ich liebe sie und ihre Schönheit. Dieser Tee ist alt, glaube ich. Mir wird ganz schlecht. Oh Mann, komm schon. Wir haben denen doch so viele Komplimente gemacht. Oh mein Gott, was für ein Pech. Warum lachen sie mich aus? Sie haben auch was abbekommen. Hä? Wovon redest du? Oh Mann. Verstehe. Ich habe da draus getrunken. Ach du meine Güte. Irgendwie auch witzig. Warum lachen sie? Es wurde zweimal gekackt. Moment mal. Das bringt mich auf eine Idee. Diese weiße Leinwand wird nicht funktionieren. So, viel besser, glaube ich. Okay, ich brauche etwas Kreide. Dann male ich eine 2. Das ist meine Inspiration. Und dann male ich eine zweite 2. 2 Zweien. Und dann geht's weiter. Ein paar Wellen hier und ein gerader Ast hier. Und ein paar Federn hier drüben. Das wird der Flügel. Und ein süßes kleines Auge. Und natürlich wäre es kein Vogel ohne Schnabel. Zeit für einen kleinen Kreidetrick. So ekelhaft. Warum musste mir das wieder passieren? Und mein Bild ist fertig. Aha, schau dir mein Kunstwerk an. Ich habe die Papageien echt gut abgebildet. Meine Güte, ich liebe es. Nein, das soll wohl ein Scherz sein. Dieser Garten sieht heute einfach wunderbar aus. Oh, ein Apfel direkt von der Quelle. Schaut euch all dieses Obst an, das nur darauf wartet, aufgehoben zu werden. Hey, siehst du, was ich sehe? Sie ist echt süß. Es riecht so gut und süß. Oh mein Gott, das kann ich nicht glauben. Was für ein wunderschöner Strauß. Meine Güte, die Blumen umranden einen Spiegel. Oh wow, schau dir das an. Sie liebt ihre Blumen. Ich kann's nicht glauben. Ich muss noch mal nachsehen. Das kann nicht ich sein, oder? Bin ich jünger geworden? Oh, ich war so hübsch damals. Denkst du, es ist ein Zauberspiegel? Keine Ahnung. Oh, ich wurde gerade total inspiriert. Wo geht sie hin? Ach, egal. Ich schaue besser auch mal in den Spiegel. Wo fange ich an? Oh, willst du mich malen? Okay, warte kurz. Ich kann das besser. Versprochen. Oh ja, so ist es gut. Ein Strich hier und hier drüben einer. Ja. Ja, male mich wie eine dieser Französinnen oder so. Für ein wunderschöner Tag. Ja, du bist die perfekte Muse, Omi. Vielleicht kann ich meine Haut etwas praller machen. Ah, oh, was ist das? Was willst du? Du bist fertig? Okay. Hier, Omi. Das ist das Porträt, das ich gezeichnet habe. Was? Hast du nicht mein Spiegelbild gesehen? Moment mal. Du, aus dem Weg. Ich brauche Platz. Schupp. Okay, Omi, bleib, wo du bist. Ich muss ein paar Maße nehmen. Was? Was machst du da? Ich hab's.
Jetzt muss ich nur meine Faust hier auf die Leinwand legen und meine Knöchel umranden. Toll, jetzt noch ein paar Formen zeichnen. Diese kleine Locke verläuft so nach unten. Und jetzt geht's hier weiter. Jetzt noch eine kleine Schleife. Noch ein paar Löckchen hier. Nun die Augen. Zwei davon natürlich. Okay, nun die Augenbrauen und die Nase. Noch ein paar Herzchen. Und nun ist es Zeit für Farbe. Ich beginne mit Gelb. Sie wird eine hübsche Blondine, genau wie ihr Spiegelbild. Und sie bekommt blaue Augen, die zum blonden Haar passen. Die Schleife wird rot, wie schön. Und die Lippen passen farblich zur Schleife. Noch ein paar rosige, jugendliche Wangen. Und die Herzchen ausfüllen. Aha, fertig. Hey, Omi, ich bin fertig mit deinem Porträt. Okay, hör zu. Geh mit dem Porträt rüber zu Omi und zeig es ihr. Sie denkt, dass sie echt so aussieht. Tausche es gegen den Spiegel ein. Okay, also los, nimm es und geh rüber. Hi, Omi. Hier ist noch ein Porträt von dir. Oh mein Gott, vielen Dank. Nun, du kannst es haben, wenn ich den Spiegel haben kann. Ich soll meinen Spiegel hergeben? Ich weiß nicht recht. Oh, ob sie anbeißen wird? Ich brauche diesen Spiegel. Oh, okay, ich tausche. Hey, ich habe den Spiegel, nachdem sie gefragt haben. Ja, vielen Dank. Was zum... So soll ich aussehen? Habe ich echt so eine Schweinsnase? Ich will nicht aus dem Trog essen. Ich mag Schlammwickel. Oh, dieses Feld ist so schön. Schau nur die Lämpchen. Kommt, lasst uns herumspringen. Schau, Klee. Oh mein Gott, das niedlichste Schäfchen, das ich je gesehen habe. Ach du meine Güte, es fängt an zu regnen. Moment mal, das sind Münzen. Das inspiriert mich total. Au, was zum... Junge, sie hat mir einfach ins Gesicht gehauen. Ich versuche wieder einzuschlafen. Der Regen macht mich reich. Muss alles einfangen. Geld fangen. Herrlich. Was zur Hölle macht sie da drüben? Wachen Sie auf. Stopp. Sie kicken und schlagen mich. Ach du lieber Gott, ich habe geträumt. Wie seltsam. Warte, ich war total inspiriert in diesem Feld. Ich muss etwas Kunst schaffen. Und jetzt brauche ich eine Münze. Wieder Regen in meinem Traum. Ich habe meinen Stift, also Zeit, etwas Kunst zu schaffen. Ich lege die Münze auf die Leinwand und nun male ich drumherum. Drei weitere in der Mitte und ich verbinde sie miteinander. Das wird das Gesicht meines Schafs. Seine kleine Nase und der Mund sind so süß. Nun ein paar niedliche, rosige Wangen. So süß, ich bin echt stolz auf dieses Kunstwerk. Komm schon, aus dem Weg. Ich muss mein Kunstwerk versteigern. Wer würde gerne diese wunderbare Schafsherde ersteigern? Oh, absolut. Ich hätte es gern für mein Büro. Ich biete 100.000 Euro. Oh, wow. So viel Geld? Oh ja, verkauft an den Mann mit Hut und Weste. Ugh, diese Kunstwerke sehen einfach nicht gut aus. Absoluter Müll. Das macht echt keinen Sinn. Dieser Ort ist doch so inspirierend. Ja, ich verstehe es auch nicht. Hm. Oh, warte. Ich habe eine Idee. Male mich. Nein, danke. Lieber nicht. Hm. Verstehe. Dann halt nicht. Hm. Sie ist sich wohl zu fein, mein Porträt zu malen. Wow, schau mal. Da ist mein Typ aufgetaucht. Hallo. Ja, ich habe etwas Magie eingesetzt. Schön, dass du da bist. Warte, ich habe was für euch. Alakazam. Hier, schaut. Eine Schatztruhe. Bereit zu sehen, was da drin ist? Tada! Ein Roboter und eine Puppe, so süß! Hier sind sie! Hallo, Mr. Roboter! Hallo, Püppi! Oh, das inspiriert mich total, die Interaktion, das Drama, die Liebe! Meine Güte, sie werden sich küssen! Die Inspiration überkommt mich! Ich male ein Herz auf meine Finger, so, und male es aus, damit es hübsch aussieht. Die andere Seite und Finger natürlich auch. Okay, nun nehme ich schwarz für die Augen, das Lächeln und die Arme. Oh, so süß. Die lieben sich total. Sie umarmen sich und sind so glücklich zusammen. Schau nur. Hä? Oh, die sind echt süß. So toll. Danke. Ich wurde von der Liebe in der Luft inspiriert. Okay, ich fühle mich total inspiriert, mein eigenes Kunstwerk zu schaffen. Ich male ein Herz mit meinem Filzstift und meinem Bleistift. Und nun kleine Linien oben und unten. Nun kreiere ich einen Schatten mit dem Bleistift. In der Mitte mache ich ihn etwas dunkler als oben. Nun nehme ich dieses Lineal, um eine gerade Linie zu ziehen.
Die Linie und das Lineal dienen als Hilfsmittel für das Messer. Zuerst schneide ich an der oberen Linie entlang. Nun schneide ich hier oben am Herz. Eine Hälfte ist fertig, nun die andere Seite. Okay, jetzt kann ich den oberen Papierteil wegschieben. Zeit für etwas Schattierung hier unten. Wir brauchen nicht viel, ein bisschen reicht aus. Ich verblende es ein wenig, um es weicher zu machen. So, das sieht echt toll aus. Schau, ich bin jetzt auch fertig. Ein hübsches kleines Herz, wie findest du's? Wow, total 3D. Das solltest du unbedingt dem Zauberer zeigen. Oh, warte, wo ist er hin? Er ist verschwunden. Zuerst aus dem Nichts erschienen, jetzt ist er weg. Ach, egal. Welche dieser Kunstwerke würdest du gerne ausprobieren? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses zu besuchen.